Hallihallöchen, Jungs und Mädels, hier ist wieder euer José und hier zeige ich euch mal, ja, wie man diesen lustigen, dynamischen Sturmritter aufs Kreuz legt. Wir haben es öfters versucht und das war jetzt ein Moment, wo wir es auch geschafft haben, die Sturmritter ja, zu legen und dann auch Scarlet zu legen. Und ich habe das eigentlich sofort live kommentieren wollen, deswegen auch dieser schnelle Einstieg hier. Leider ist mir aber irgendwie die Aufnahme verreckt, also die Sprachaufnahme zum Glück nur. Und deswegen muss ich das jetzt als erstes Video mal neu kommentieren oder mein eigenes Video sehen und das selbst kommentieren. Deswegen nicht wundern, dass ich jetzt ein paar Sachen vielleicht anders erkläre oder genau. Also hier sind wir gerade dabei. Ich habe, glaube ich, vorhin schon einen Fehler gemacht, bevor die Aufnahme losgegangen ist, weil ich schnell noch alle Tools gestartet habe und nebenher aufpassen musste, dass dieser dynamische Sturmritter seine Ranzi-Attacke nicht macht währenddessen, und da habe ich wohl nicht richtig aufgepasst. Ich werde das Ganze auch jetzt ein bisschen schneller abspielen, weil das ein relativ langweiliger Part ist. Es war eine, ich glaube, ein Erfolg war es gewesen, dass man hier eben immer diesen Attacken ausweicht, und ich habe es dann irgendwo, glaube ich, nicht geschafft. Ja, und ja, das ist eigentlich der Bosskampf. Man muss darauf achten, dass man alle drei Bosse in einer gewissen Zeit kaputt schlägt, und dann bekommt man diese erstklassige Einstimmung, und die ermöglicht einem den Zutritt zu der Bruchbringer, dem Schiff von Scarlet. So, und gleich ist das Viech auch hier down. Und man sieht, wir sind ganz kurz davor, dass wir es nicht schaffen. Wir haben es jetzt hier wirklich mal geschafft, die drei Ritter in der Zeit zu legen. Das hoffe ich zumindest. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, doch. Innerhalb der Zeit. So, wir bekommen jetzt hier alle diese lustigen Farben auf dem Kopf, die jetzt gleich alle weiß werden. Glaube ich zumindest. Oder auch nicht. Auf jeden Fall, es gibt uns hier... Ah ja, genau, richtig. Jetzt muss ich erstmal rumlaufen und hier die ganzen... durch diese drei Farben laufen, die drei Farbfelder. Statisch, dynamisch und... einen dritten? Extraorbitant oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine erstklassige Einstimmung und gehen jetzt hier in die nächste Instanz. Kriegen noch eine Bonustruhe übrigens, genau. So, und beschritten in den nächsten Bereich. Löwenstein in Feindeshand. Und das ist die Ruhe vor dem Sturm. Und auch hier fand ich es so cool, dass sie hier eine separate Bossmusik gewählt haben. Wie soll man sagen, dieses Crescendo. mit diesem Klavierstück einfach. Also das fand ich imposant einfach. Werdet ihr auch gleich selber hören. Ich werde dann die Klappe halten. Und genau, da habe ich, glaube ich, gesehen... Ja, genau. Das ist die Trophäe, die ich jetzt nicht mehr schaffen konnte. Und auch die habe ich nicht geschafft, diese drei Sturmritter innerhalb von 6 Minuten zu legen. Das ist einfach... Hat nicht funktioniert, leider. So, und da ist sie. Der absolute Endboss. Hört einfach mal die Musik an. Ich lasse mal kurz halt bei dem Mund und lasse die Musik auf euch wirken. So, Scarlet macht hier ihre ersten Attacken. Das sind diese Felder, die sie da immer hinschießt. Und man sieht, man kann mittig an ihr vorbeilaufen. Muss durch diese drei Felder laufen, um die Einstimmung zu bekommen. Und da seht ihr, war ich schon wieder zu langsam. Und bin manchmal wirklich minutenlang beschäftigt, die richtige Einstimmung zu finden. Und immer wieder war es, glaube ich, die grüne oder die rote, die blaue, die mir gefehlt hat. Und sobald ihr die habt, wird es quasi weiß. Wir funkeln. Und wir können alles abschießen, was wir hier zu bieten haben. Und man sieht, die Kollegen werden immer wieder erwischt von den Feldern. Wir haben hier Glück, dass wir uns nicht so oft aufs Korn haben nehmen lassen. Ich bin ja mal gespannt, ob er das noch hier sehen kann.
So, hier kommen wir zur nächsten Stelle. Und zwar, dass das Hologramm unverwundbar wird, also das Erstklassige in der Mitte. Und wir jetzt diese Champs auch hier töten müssen, um dann quasi das erstklassige Hologramm weiter bekämpfen zu können. Das heißt, es wird nochmal eine Spur schwieriger, indem wir jetzt den Champ ausweichen müssen. Wir müssen diesen Feldern ausweichen und zudem noch über die farbigen Felder laufen, um die Einstimmung zu kassieren, um sie weiter anzugreifen. Das war ein geschickter Schachzug von ArenaNet oder von NCSoft, naja, eher ArenaNet, hier noch mehr Dynamik reinzubringen. Das heißt, man ist ständig in Bewegung, man muss ständig ausweichen, ständig darauf achten, nicht in eine Falle zu laufen und dennoch den Boss zu legen. Also das fand ich wirklich sehr gut gemacht. Da könnte auch gerne mehr von folgen, auf jeden Fall. So, hier kommen natürlich die nächsten Felder hinzu. Das sind diese Kuppeln, die einen festhalten, entweder wegdrücken oder festhalten, was einem nochmal den Punkt erschwert. Ich spiele jetzt hier auch auf den höchsten Einstellungen, die es die Guild Wars bieten kann. Also das heißt, höchste Farbeinstellung, höchste Shader und alle möglichen Effekte aktiviert. Man erkennt dann schon irgendwann, dass man wirklich unterscheiden muss, was jetzt gut und was böse ist. Und das fand ich schon sehr aufregend, ja. Aber ich will gar nicht wissen, wie dieses Spiel oder wie dieser Bosskampf aussehen würde ohne die Effekte. Das wäre bestimmt etwas langweiliger. Hier in dem Fall macht das wirklich super Spaß. Und schade, dass es nicht so oft geklappt hat. Hört ihr das? Dieses Klavier, klasse. Das ist jetzt der nächste Punkt. Wir haben jetzt hier die Tante so weit erreicht, dass sie sich aufgespalten hat. Dynamisch, synergetisch und statisch. Genau, das sind die drei. Und auch hier müssen wir immer den Angriffen ausweichen. Und die jeweiligen Hologramme, also dynamisch, statisch und synergetisch, können nur mit den jeweiligen Einstimmungen getötet werden oder angegriffen werden überhaupt. Das heißt, wir müssen für die blauen oder für die dynamischen in die blauen Felder laufen, für die statischen, glaube ich, in die roten Felder und für die synergetischen in die grünen. Ich glaube, so war das. Und wir waren hier, glaube ich, kurz davor, auch es nicht zu schaffen, aber wir haben dann uns dann nochmal zusammengerissen und das Ding gerockt, ja. So, hier sind wir beim statischen. Ach so, und hier ist natürlich auch wichtig anzumerken, dass wir alle drei Hologramme quasi zeitgleich erlegen müssen. Und das macht es nochmal schwieriger, das Ganze vorzubereiten. Viele lesen auch den Kartenchat nicht und so weiter. Da ist einfach eine ganz klare Planung gefragt. So, man sieht, wir kümmern jetzt wir kümmern uns jetzt nur um das synergetische Hologramm, weil die anderen beiden sind schon ziemlich weit runtergeschlagen worden. Und auch hier ist es wichtig, darauf zu achten, was die für Fähigkeiten haben, denn ich glaube, diese kann nämlich Projektile reflektieren, glaube ich. Das konnten die anderen beiden nicht, die können andere Sachen dafür. Ich glaube, die anderen reflektieren Zustände und der dritte macht noch was ganz anderes. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber man muss da wirklich aufpassen, sobald man da Schaden zurückkriegt, was für ein Schaden das war. Und dementsprechend auch blitzschnell agieren.
So, und das ist, glaube ich, der letzte große Teil. Jetzt kommen hier wirklich alle Attacken auf einmal zustande. Und, ja, Scarlet, also das Hologramm von Scarlet hat sich nochmal aufgeteilt in mehrere instabile mikrodynamische Hologramme, beziehungsweise mikrostatische und mikrosynergetische Hologramme. Und auch hier muss man aufpassen, dass man immer das richtige Hologramm mit der richtigen Einstellung angreift. Das ist auch ein Erfolg gewesen übrigens, den ich aber glaube ich nicht bekommen habe, weil mir als andere Hologramme, also statische und dynamische Hologramme in den Weg gelaufen sind und ich eigentlich die synergetischen angreifen wollte. Das war ein bisschen blöd, aber wie gesagt, das wird vielleicht beim nächsten Mal, wenn wieder diese Hologramme kommen, nochmal zu holen sein. Falls nicht, ist es auch egal, ist es jetzt eh rum. Und ich weiß gar nicht, was danach noch kommt. Mal schauen. Ja, genau. Das ist jetzt die letzte Instanz, wo nochmal generell Hologramme erscheinen. Also das komplette Programm nochmal, um das Ganze abzuschließen. Gegen das ultraviolette Hologramm. Das ist das Ultra-Super-Hologramm quasi. Und man hier wieder die ganzen Mini-Hologramme abschießen muss, bis man dann wiederum das große Ding attackieren kann. Und das war dann zum Schluss wirklich, ja, sehr schwierig. Und das ist der letzte Moment hier, wo Scarlet Dornstrauch in ihre Hauptzentrale flieht, in die Kommandozentrale der Bruchbringer und wir ihr dann gleich folgen, um sie endgültig zu erlegen. So, und weg ist sie. Wir bekommen jetzt einiges, glaube ich, an Loot. Als Belohnung gab es einige Notfalltaschen, Essenz des Glücks und so weiter. Gleich von Happen genommen. So. Und jetzt beginnt eigentlich der, ich sag mal, der Singleplayer-Teil von beidem, nämlich Scarlets Ende.